zerstören. Well, ja. Und ich bin gestorben. Wahrscheinlich durch den Zauber von dem Typ da. So. Ja, für hier hätte ich mir den Mana-Trank aufbewahren sollen. Wenigstens einen von denen. Oh. So, ein Spawner ist schon mal weg. Das lasse ich nicht noch mal zu. So. Okay, alle drei Spawner weg. So muss ich das machen. Gut. Aua, wird noch mal gestorben. Kann passieren. Die Kultisten halten ja gut was aus. So. Sehr gut. Weg mit den Kultis. Da gibt es wieder was zu essen. Das bedeutet aber auch wahrscheinlich, dass es gleich wieder einen Spawner irgendwo gibt. Die Wände sehen alle normal aus. Nein, kein Spawner. Okay, dann können wir das Essen hier randalieren. Jedenfalls ein Teil davon. So. Und fertig. Ah, das Gold da doch. So, raus hier. Goldenen Bonus haben wir leider keinen gekriegt. Ein paar Mal gestorben. Und weiter geht's. Das brennende Inferno. Ja. Was erwartet uns diesmal? Außer dass alles. Der Tempel selbst versucht dich zu verschlingen. Die Lava wirkt hier unberechenbar. In Bewegung bleiben. Okay. Und hier spawnen die Kultisten auf, am Rand. Einfach so. Ja, okay. Hier werden wir von der Lava bombardiert. Kriegen aber wenigstens schon mal einen Mana-Trank. Okay, das ist jetzt auch ein interessanter Spießrutenlauf mit aus dem Weg spawnenden Kultisten. Aber wenigstens die normalen Kultis, nicht die, die zu Höllenhunden werden. Und viel Gold. Oh, noch ein Mana-Trank für uns. Sehr gut. Dich lasse ich bestimmt nicht zaubern. Euch töte ich einfach mal. Essen sack ich ein, wenn nichts dagegen spricht. So, und euch in einer Reihe töte ich. So, die Mana-Tränke wieder aufheben für... Das ist unfair, wenn du dich da drin versteckst. Wie soll ich dich da rauskriegen? So kriege ich dich da tot. So. Und die Krone, die hätte ich gerne. So, Schildwurf mal. So, weg mit euch. Und ja, das hier ist richtig unangenehm. So, wie hier gerade gebombt wird. So, weg mit denen. Die verwandeln sich in Hunde. Ist auch kein Problem. So.
Noch ein Mana-Trank. Na danke. So, weg mit den Hunden. Ja, das war für die Rache. Ich habe den ersten Hund hier ausgelacht. Was ist das? Achso, da ist nur ein Feuerball verteilt. So. Da drüben liegt was zu ätzen. So. Okay, das kann ich irgendwie nicht blocken. So. Die Krone ist kaputt. Schade. Aber ist auch nicht so wild. Kurbel drehen. So, haben wir das etwa schon geschafft oder kommt jetzt gleich noch ein garstiges Gebiet? Es kommt noch ein garstiges Gebiet. Aber hier können wir wenigstens einen Trank einsacken. So. Gut. Essen kaputt machen, wenn wir es nicht brauchen. Geld, Geld, Geld. Und Gegner loswerden. Und weiter geht's. Ah, noch ein Mana-Trank, den ich mir gleich hole, bevor er wieder zerbombt wird. So. Wow, das hat mich getroffen. Egal. So. Hier sind Höllenhunde, also können sie ruhig Wispy spielen mit mir. Essen einsacken. Wait, noch eine Krone. Ja, mit der Krone. So. Krone habe ich wieder. Jetzt nur noch sicher hier rausbringen. Damit ich ja den goldenen Bonus komme. So. Hey Jungs. Oh, da sind wir hier ausgesperrt. So. Und da ist ein Magier mal wieder. Geh weg mit deinem Blitzlicht. Ein Käfig. Okay, Kultisten opfern natürlich irgendwelche Opfer. Ja, das klang jetzt gerade etwas komisch, ich weiß. So. Gut, raus hier. Da sind schon Höllenhunde. Da waren Höllenhunde, besser gesagt. So. Was zur Hölle? War das jetzt wirklich notwendig, was auch immer das war? Ich meine, ich habe einmal kurz eine Frisbee durchgeworfen und lassen wir das. Ganz ehrlich, was soll sowas? So, Gold einsammeln. Und wir waren trotzdem gar nicht mal so schlecht. Aber das haben wir immer noch nicht fertig. Heroischer Hunger haben wir aber bald Gold. Hast du eine Zusammenkunft des Kultes unterbrochen? Es gibt keinen Platz für Blutmagie in dieser oder einer anderen Welt. Diese Hitze stärkt nur meine Entschlossenheit. Ja, viele Kultisten. Ich rufe mal Verstärkung. Die Mächtiger der
Wow, zwei Magier, die muss ich gucken, dass ich sie so schnell wie möglich ausschalte. Wow, sehr, sehr viele Gegner. Und ja, da drin sind auch ein Haufen Gegner, aua. Das ist jetzt wohl ein Fall für die schnelle Angriffsstiefel. So. So. Der Beschwörungsstein muss vernichtet werden. Wow. Ja, ich vernichte ja schon die Beschwörungssteine. Wie viele sind es denn noch? Was essen? Sicher ist sicher. So, und hier. Den darf vernichten. Okay, ich habe ihn wenigstens angeditscht. Dann laufen wir einmal kurz im Kreis vor denen weg. Ich glaube, ich mache mal die Mitte auf, dass ich da an wenigstens die eine Mana-Flasche rankomme. So, locken wir die mal alle irgendwie raus. So. Weg mit euch. Nichts wird sich meiner Rache in den Weg stellen. So, es kommen wahrscheinlich noch mehr Gegner auf jeden Fall. Wow, auf jeden Fall noch mehr Beschwörungssteine auf der anderen Seite. So. Jede Menge Gegner. Ich glaube auch. Ich sammle erstmal hier Essen auf, beschwöre neue Walküren. Wow, ich bin froh, dass die den Magier getötet haben. So. Au. Und sterb einfach mal. Ja, passiert halt mal, dass ich sterbe. Wir müssen wirklich den Beschwörungsstein zerstören. Ja, erstmal will ich hier runter, die Kurbel runterlassen. Oder den letzten Mana-Trank kommen. Und so habe ich nämlich auch eine Abkürzung. Wow. Wow. Mächtiger der Feind, desto härter wird der Feind. Genau. Au. Durch da. Beschwörungsstein ausschalten. Das Böse wird aus diesem Reich vertrieben. Und jetzt muss ich mal ganz dringend gucken, dass ich anfange, die Gegner hier auszuschalten. So. Einmal durch Crispien. So, war's das schon? Noch zwei übrig. Das war es schon sogar. Okay. Ich war eigentlich der Meinung, dass auf der anderen Seite noch jetzt zwei Stück erscheinen, aber das war ja nicht der Fall. So, das Gold aufsammeln. Ich gehe hier nämlich nicht ohne das Gold raus. So. Gold, 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 Gold. So. Sehr schön. Und raus hier. Ja, das war nicht ganz so gut. Nur die Hälfte. Aber okay. Fortfahren. Ja, Zeit ist wie über das Doppelte. Die Ranger sind verdammt gut immer da drin. Aber okay. Gut. Auf das Bezwinger-Ding freue ich mich schon am meisten. So.
Jetzt gucke ich mal kurz. Wir haben den Helm doch eigentlich ausgerüstet, oder? Ja, ausgerüstet. Wir können unseren normalen wieder ausrüsten und wir können hoffentlich bald mal bessere Waffen bekommen. Das wäre am tollsten übrigens. So, ich könnte meine Stiefel verbessern. Das mache ich auch mal. Die Stiefel finde ich nämlich gar nicht mal so schlecht. So. Gut. Radadams Stiefel. Feuerspurstiefel. Geistersphäre. Ja, okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns die restlichen Levels des dritten Aktes an. Also, bis dann.